Herr Präsident, liebe Freundinnen, liebe Freunde, die Wirtschaft brummt, die Arbeitslosigkeit geht massiv zurück, doch die Zustimmung zu unserer Politik lässt noch zu wünschen übrig. Es ist nicht so, dass wir damit zufrieden sein könnten und das, obwohl unsere Politik die Zeichen auf Aufschwung gesetzt hat. Das treibt viele Aktive in den Reihen unserer Partei um. Ja, das belastet nicht wenige unserer Anhänger. Die Ursachen liegen dafür bei uns, aber sie liegen zuallererst in den tiefgreifenden Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise. Wir erleben den stärksten Aufschwung seit 20 Jahren. Trotzdem sagen 70% der Bevölkerung, dass sie noch nichts davon hätten. Wir haben die geringste Arbeitslosigkeit seit 18 Jahren, aber jeder dritte Arbeitnehmer hat Angst um seinen Arbeitsplatz. Die Plötzlichkeit und Heftigkeit der Wirtschafts- und Finanzkrise hat viele überrascht und bleibende Unsicherheiten hinterlassen. Und immer neue Nachrichten von den Finanzmärkten verstärken solche Unsicherheiten. Dennoch gilt, und dies in eindrucksvoller Weise, den Weg aus der weltweit tiefsten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten hat kein Land bisher so gut gemeistert wie die Bundesrepublik Deutschland. Damit halten wir unser wichtigstes Wahlversprechen. Wir führen Deutschland klug aus der Krise unter Führung von Angela Merkel. Das ist eine Gemeinschaftsleistung der Menschen in diesem Land, der Arbeitgeber und Unternehmer, der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter. Und das ist der Erfolg der unionsgeführten Bundesregierung von Angela Merkel. Kein Wunder, dass die weit überwältigende Mehrheit unserer Anhängerinnen und Anhänger, über 80%, die Arbeit unserer Bundeskanzlerin mit sehr gut und gut bewerten. Und fast die Hälfte der Anhänger der Roten und der Grünen sind der gleichen Meinung. Unionsgeführte Bundesregierung und Sozialpartner, gemeinsam haben wir gezeigt, die soziale Marktwirtschaft in diesem Land, sie funktioniert und sie ist erfolgreich. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, die CDU ist die Bundespartei für Arbeit. Die CDU ist die Bundespartei für Aufschwung. Die steigende Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze, die erfreulichen jüngsten Tarifabschlüsse mit ihren Lohnerhöhungen, die dadurch ausgelösten Rentensteigerungen, aber auch Sonderzahlungen in besonders erfolgreichen Unternehmen, von denen wir dieser Tage hören, dies alles zeigt, der Aufschwung kommt bei den Menschen an. Und je mehr sie spüren, dass dieser Aufschwung bei ihnen ankommt, umso mehr werden sie Vertrauen fassen in ihre Zukunft und Vertrauen zu uns fassen. Unsere Politik der sozialen Marktwirtschaft, sie lebt davon, dass die Menschen das Vertrauen haben, dass, wenn es der Wirtschaft gut geht, es ihnen, breiten Kreisen unserer Bevölkerung, gut geht. Daraus ergibt sich eine gemeinsame Verantwortung für uns als Politik und für die Wirtschaft. Darum sage ich, wenn die Wirtschaft jetzt sehr zu Recht auf drohenden Fachkräftemangel hinweist, dann erwarte ich von ihr, von der Wirtschaft, zuallererst auch ein Signal an die jungen Leute in diesem Land. Ein Signal, das lautet: Qualifikation schafft Chancen, Qualifikation schafft Sicherheit. Und das bedeutet dann eben, dass einer erfolgreichen Berufsausbildung oder einem gut abgeschlossenen Studium in aller Regel eine unbefristete Anstellung folgen sollte. Wenn befristeter Job an befristeten Job sich aneinanderreiht, woher sollen junge Menschen dann den Mut nehmen, eine Familie zu gründen? Und ich erwarte auch ein Signal der Wirtschaft an die älteren Menschen in diesem Land. Sie gehören eben nicht zum alten Eisen, sondern sie sind Edelmetall mit allen ihren Erfahrungen.
Und von den Gewerkschaften erwarte ich weiter Kooperation statt Klassenkampf. Wenn jetzt Gewerkschaftsführer in trauter Gemeinsamkeit mit der Linkspartei das Recht zum politischen Generalstreik fordern, so ist dies ganz und gar inakzeptabel. Mündige Arbeitnehmer brauchen starke Interessenvertreter, aber keinen Vormund. Klassenkampf-Rhetorik ist von vorgestern. Hört damit auf. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir formulieren nicht nur Ansprüche an andere, Erwartungen an andere. Zunächst formulieren wir Ansprüche an uns selbst. Das heißt, für uns hier und jetzt gehen wir raus und starten eine Vertrauensoffensive in unserem Land. Das Vertrauen in die Institutionen unseres Gemeinwesens ist galoppierend in den letzten Jahren geschwunden. Zurückgewonnen wird es nur zu Fuß und mitunter bergauf. Und es gehört ja zur Wahrheit, dass wir Mitverantwortung für dieses geschwundene Vertrauen tragen, wenn ich nur an das unsägliche Hickhack in der Koalition vor der Sommerpause denke. Doch wer, wenn nicht wir, sollte Vertrauen in die politischen Institutionen dieses Landes zurückgewinnen? Wir wollen eine Vertrauensoffensive, die sagt, dass wir zusammenstehen müssen in diesem Land, dass wir dann aber auch gemeinsam etwas schaffen können. Gemeinsam für ein starkes Deutschland. Das meint eine Vertrauensoffensive, die sagt, wir wollen die Zukunft gestalten und nicht hier hinterherrennen. Eine Vertrauensoffensive, die sagt, dass Deutschland bei uns in guten Händen ist. Gehen wir raus mit unserem klaren Kompass. Uns leiten christliche Wertvorstellungen. Die Würde eines jeden einzelnen Menschen, der Zusammenhang von Freiheit und Verantwortung, der Anspruch der Menschen auf Solidarität und Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung, das sind die zentralen Koordinaten unserer Politik. Wir trauen den Menschen etwas zu, weil wir in ihnen Geschöpfe Gottes sehen, zur Freiheit berufen und zur Verantwortung befähigt. Mit diesem Kompass gestalten wir Gegenwart und Zukunft. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, einen Kompass braucht man nicht im Hafen, sondern auf hoher See. Gehen wir also raus, gehen wir beherzt die vor uns liegenden Herausforderungen an. Wir stehen als Volkspartei für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Wir sind vielfach fest verankert in dieser Gesellschaft. Gehen wir raus mit unserer Haltung. Wir stehen ein für unsere Überzeugungen, auch bei Gegenwind. Diese Haltung hat uns stark gemacht. Die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland ist wesentlich geprägt von Leitentscheidungen, für die unsere Partei eingestanden ist. Westbindung, soziale Marktwirtschaft, europäische Integration, deutsche Einheit. Rückenwind hatten wir da anfangs nie. Aber Rückgrat, einstehen für unsere Überzeugungen, darum geht es auch heute. Dabei geht es zunächst darum, für unsere Prinzipien zu werben. Sie gehören in den Mittelpunkt des Gespräches mit den Bürgerinnen und Bürgern, mehr als einzelne Maßnahmen. Gehen wir raus mit Mut zur Verantwortung, Haltung zeigen. Das ist auch unser Kontrastprogramm zu Roten und Grünen. Die ducken sich weg. Wir stehen für solide Finanzen. Wir führen die durch die Krise massiv gestiegene Staatsverschuldung deutlich zurück. Das ist die Antwort auf die zentrale Gerechtigkeitsfrage unserer Zeit. Wir hören auf Kosten unserer Kinder und Enkel zu leben. Mehr und mehr setzt sich diese Erkenntnis weltweit durch. Überschuldete Staaten drohen zum Spielball der Spekulation zu werden. Verantwortungsloser Spekulation den Kampf anzusagen, ist die eine notwendige Antwort. Die Verschuldung zurückführen ist die andere notwendige Antwort. Fast alle haben das kapiert weltweit, nur nicht Rote und Grüne. Solide Staatsfinanzen,
Rote und Grüne ducken sich weg. In meinem Heimatland Nordrhein-Westfalen startet die rot-grüne Minderheitsregierung mit einer Rekordneuverschuldung. Einem unbezahlbaren Linken wünscht ihr was, das auf Zustimmung der Linkspartei schielt, aber die Zukunftschancen kommender Generationen verzockt. Das ist zutiefst unsozial. Wir stehen ein für verlässliche soziale Sicherungssysteme, für ein gutes Miteinander der Generationen. Wir stehen daher zur schrittweisen Anhebung des Renteneintrittsalters, zur Rente mit 67. Die SPD, sie duckt sich weg, nimmt Abschied von einer notwendigen Entscheidung, die einst wesentlich von Franz Müntefering mitgeprägt war. Gerade Fragen der Alterssicherung brauchen aber Verlässlichkeit. Verlässlichkeit, dafür stehen wir. Die SPD steht für nichts, für Rolle rückwärts. Wir stehen ein für moderne Energiepolitik, für eine sichere, bezahlbare, saubere Energieversorgung im Interesse der Menschen unseres Landes und im Interesse dieses Industriestandorts. Rote und Grüne, sie ducken sich weg. In ihrer Regierungszeit waren sie zu feige, die Entsorgungsfrage anzupacken. Und jetzt wenden sie ihr eigenes Versagen als Argument gegen die Verlängerung sicherer Kernkraftwerke. Das ist schlicht unredlich. Und am letzten Wochenende konnten wir ja erleben, regieren Rote und Grüne, dann rollen gute Kastoren. Als er noch Umweltminister war, rief Trittin die eigene Partei auf, nicht gegen Kastortransporte zu demonstrieren. Jetzt sind sie in der Opposition, da sind die Kastoren schlecht und schüren Rote und Grüne den Protest. Und das im Verein mit der Linkspartei, die sich nicht scheut, zu Straftaten in unserem Land aufzurufen. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, Aufrufe zur Besonnenheit, wenn man regiert, das Schüren von Protest, wenn man in der Opposition ist, das ist der Gipfel der Heuchelei. Wir brauchen eine moderne Infrastruktur für unser Land. Rote und Grüne, sie ducken sich weg. Die CDU bekennt sich zu Stuttgart 21. Rot-Grün haben einst im Deutschen Bundestag für dieses Projekt gestimmt, als Bestandteil einer wichtigen europäischen Magistrale. Jetzt wird es konkret, da schlagen sie sich in die Büsche. Die Grünen schüren den Protest an und die SPD verbirgt die eigene Orientierungslosigkeit hinter dem Ruf nach einer Volksabstimmung. Mit Einstehen für eigene Überzeugung hat dies alles nichts zu tun. Aber so ist sie, die SPD. Gabriel ist ja nun seit einem Jahr Vorsitzender. Und das Leitmotiv seiner Arbeit, das hat er uns bereits im Januar wissen lassen. Ich zitiere: Den Spruch, erst das Land, dann die Partei, haben wir 5 Jahre lang gehört. Wir müssten mit dem Klammerbeutel gepudert sein, das weiter zu treiben. Zitat Ende. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, es ist beschämend, wie hier der Vorsitzende einer traditionsreichen Partei die Loyalität zu unserem Land relativiert. Das ist die Grundmelodie für parteitaktisch motivierte Verantwortungslosigkeit und nichts anderes. Die Gabriel-SPD ist das Fähnchen im Wind. Die Grünen sind die Dagegenpartei. Mit Opportunisten und Verantwortungsverweigerern aber kann man keinen Staat machen. Opportunisten und Neinsager gehören auf die Oppositionsbank. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, gehen wir raus. Nehmen wir auch die Sorgen und Ängste der Menschen bei Veränderungen in unserem Land ernst. Wer, wenn nicht wir als wertgebundene und moderne Volkspartei könnte dafür stehen, die Chancen der Veränderung zu nutzen und zugleich den Wunsch der Menschen nach Sicherheit ernst zu nehmen. Wir stehen für die Gestaltung unseres Landes als liebens- und lebenswerte Heimat. Gerade wir als die Kommunalpartei. Das prägt uns.
Das macht unsere Fähigkeit aus, verändern und bewahren in der richtigen Balance zu halten. Für uns gehören zusammen ein klares Ja zur christlichen Prägung unseres Landes, ein klares Ja zur Offenheit für Menschen auch anderer kultureller und religiöser Prägung. Religionsfreiheit gilt für alle in diesem Land und ist uns auch weltweit ein besonderes Anliegen. Aber drittens auch ein klares Nein: Wenn unsere Rechtsordnung nicht befolgt wird, dann kann es keinen Kultur- und Religionsrabatt geben. Und deswegen ist es richtig, dass wir jetzt einen eigenen Straftatbestand zur Verfolgung von Zwangsehen schaffen. Wir stehen ein für eine Politik, die den Menschen etwas zutraut. Und wir wissen, starke Familien sind die beste Grundlage für eine menschliche Gesellschaft. Und wir sind davon überzeugt, unsere Familien, die wissen am besten, wie sie die Arbeit zwischen Arbeit in der Familie und Erwerbsarbeit aufteilen. Deshalb stehen wir für echte Wahlfreiheit. Deshalb stehen wir an der Seite der Familien und sprechen Menschen Mut zu, Ja zu einem Leben mit Kindern zu sagen, Ja auch zur Verantwortungsübernahme für pflegebedürftige Angehörige. Wer wie SPD und Grüne das Ehegattensplitting abschaffen will, schwächt die Freiheit der Familien, selbst zu entscheiden, was für ihre Situation das Beste ist. Das ist mit uns nicht zu machen. Und liebe Freundinnen, liebe Freunde, wer wie jüngst im Bundestag in der Haushaltsdebatte, Herr Gabriel, den Wunsch von Eltern, ihre Kleinstkinder selbst zu Hause zu erziehen, gleichsam als Kindesentziehung zulasten des Staates denunziert, der verunglimpft die liebevolle Arbeit hunderttausender Mütter und Väter in diesem Land, das ist unanständig. Wir stehen für das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Zehntausende unserer Mitglieder, nicht zuletzt unsere kommunalen Mandatsträger, aber auch unsere Aktiven in den Vereinigungen, stehen für diese Verankerung in unserer Gesellschaft. Nur so bleiben wir mitten im Leben und auf der Höhe der Zeit. Diese konkrete Arbeit, die mir aus Junger Union, aus Kommunalpolitik, aus langjähriger Tätigkeit als Kreisvorsitzender wohl vertraut ist, diese Arbeit vor Ort zu stärken, ist mir ein zentrales Anliegen meiner Arbeit als Generalsekretär. Nur nah bei den Menschen können wir überzeugen. Sie müssen spüren, dass uns die Liebe zu diesem Land antreibt, der Wille, den Menschen in unserer Heimat zu dienen. Ich bin überzeugt von den großartigen Ideen, für die die CDU Deutschlands seit ihrer Gründung vor über 6 Jahrzehnten einsteht. Deswegen bin ich in diese Partei mit 16 Jahren eingetreten. Ich bin motiviert von dem Einsatz Zehntausender für unsere Partei, für die Ideen, die unsere Partei groß und stark gemacht haben. Und mich motiviert als begeisterter Vater der Wunsch, unseren 4 Kindern und ihren Mitschülerinnen und Mitschülern Chancen auf eine gute Zukunft zu eröffnen. Wir leben in einem großartigen Land. Wir wollen die Weichen stellen für eine gute Zukunft. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, auf einem Wahlplakat der CDU Deutschlands 1949 bei der ersten Bundestagswahl, da standen die Worte: Wir können nicht zaubern, aber arbeiten. Hilf mit, es geht um Deutschland. Darum geht es auch heute, zu arbeiten aus Liebe zu unserem Land, Menschen zu begeistern, in unseren Reihen mitzutun. Dafür will ich auch weiterhin mit ganzer Kraft arbeiten. Mit Gottes Hilfe und mit Ihrem Vertrauen.